Ein freundliches Hallo. Heute mal wieder ein bisschen was aus der Küche, ein bisschen was draußen. Es geht, ja, im weitesten Sinne ums Kochen. So, das ist jetzt zwar ein bisschen spät. Waldbrandgefahr ist ja nicht mehr. Ich habe im Internet ein paar Videos entdeckt hier über ein flammenloses Kochsystem. Und das fand ich bei der Waldbrandgefahr eigentlich ganz interessant. Hab mich da mal ein bisschen schlauer gemacht und bin auf ein paar Videos vom Kai Sackmann, also vom Sacki, gestoßen und noch auf ein paar andere Videos, die das auch vorgestellt haben. Letztendlich haben mich aber dann die laufenden Kosten so ein bisschen gestört und da habe ich mir gedacht, das musste doch auch günstiger hinkriegen. Und ich meine, ich habe es geschafft. Es ist zwar nicht so schick geworden, als wenn man es gekauft hätte. Aber ihr kennt mich. Bei mir kommt es eigentlich nur auf die Funktion an und dass man das mit einfachen Mitteln auch selber realisieren kann. So, und was ich da jetzt zusammengebastelt habe oder mir ausgedacht habe, möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Wen es interessiert, der bleibt dran. Wen es nicht interessiert, der macht jetzt aus. Die Idee dazu, das selber nachzubauen, ist mir beim Einkaufen gekommen. Und da habe ich zwei Brotboxen aus Edelstahl erstanden. Die man wunderbar ineinander stellen kann. So. Und da war die Idee eigentlich auch schon geboren. Jetzt muss man natürlich, hier gehen 1,2 Liter rein, also genug für eine große Dose warm zu machen. Also ich sag, das ganze System ist eigentlich nur dafür brauchbar, um was warm zu machen. Richtig kochen kannst du damit nicht, sag ich jetzt einfach mal. So, und damit man jetzt hier die Hitze auch gut halten kann, bin ich in den Baumarkt gefahren, habe mir eine Platte Styrodur geholt und aus dem Styrodur, das ist dieses Plattenmaterial, was man zur Isolierung von der Bodenplatte oder von den Kellerwänden beim Hausbau benutzt, das ist 2 cm stark, habe ich mir dann halt hier zusammengeschnitten und da passt jetzt wunderbar die kleine Dose rein. So, jetzt ist das schon mal gut isoliert. Dann kommt hier das Hitzepack rein, da das Essen, dann der Deckel drauf und dann warten wir einfach mal ab, ob das was gibt. Das ist jetzt heute das Premiere-Video. Ich habe es also so noch nicht in Betrieb genommen. Das mache ich dann heute mit euch zusammen. So, jetzt müssen wir auch gleich noch gucken, dass wir ein Hitzepack zusammenkriegen. Auch da habe ich im Internet ein paar Videos gefunden. Das verlinke ich dann auch. Und jetzt würde ich sagen, bauen wir uns zusammen so ein Hitzepack. So, jetzt gehen wir mal daran, das Hitzepack zu mischen. Das funktioniert mit Brandkalk. Kann man sich im Internet bestellen. Da heißt es dann Weißfeinkalk. Zeige ich euch dann gleich. Und Aluminiumpulver. So, das Aluminiumpulver kann man sich auch im Internet bestellen. Ich habe mir da noch was anderes ausgedacht. Einfach was Alufolie genommen und das über eine Muskatreibe klein geribbelt. So, das sieht dann so aus. Ist zwar nicht ganz so fein wie das Alupulver. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich werde dann einfach mal hingehen und
das bestellte Alupulver mit der geribbelten Alufolie ein bisschen strecken. Gucken, ob es funktioniert. So, was wir jetzt brauchen, das sind 10 Gramm Brandkalk und 40 Gramm von dem Aluminiumpulver. Und das werden wir jetzt mal zusammen mischen. Achso, ganz wichtig, wenn ihr mit Brandkalk arbeitet, das Zeug ist saugefährlich. Das reagiert mit Wasser unheimlich aggressiv, das ätzt. Zieht euch ein paar Handschuhe an und nach Möglichkeit auch einen Augenschutz. Das ist ganz wichtig. So, jetzt wollen wir mal gucken. 10 Gramm Brandkalk. Sechs, sieben. Hoppala. Musste Waage aus. Ja, jetzt haben wir sie wieder genullt. Jetzt sind 17 Gramm, das ist ja viel zu viel. So, jetzt haben wir 10 Gramm Brandkalk. Hat ein bisschen gedauert. Aber naja, gut. So. Das tun wir jetzt hier in einem Glas. Jetzt haben wir sie wieder genullt. Jetzt kommt das Alupulver, 40 Gramm. Vier. Das haben wir jetzt alles zusammen. Das kommt jetzt auch noch mit in das Döschen. Deckel drauf. Und gut durchmischen. So, das sieht dann so aus. Ja gut, ich habe jetzt hier auch noch meine geribbelte Alufolie mit drin. Schauen wir mal, was das Ganze gibt. So, dann in den Videos auch von Kai Sackmann. Darin nutzt er dann, um das Zeug abzufüllen, Teefilterbeutel. Habe ich nicht. Ich nehme einen Kaffeefilter. Sollte eigentlich auch funktionieren. Es soll ja nachher nur das Wasser da durchgehen und dass das ganze Zeug nicht unten in der Schüssel so lose rumfliegt. Gut, dann werde ich das jetzt mal hier reinfüllen. Machen es zu.
weg. So. Das ist jetzt hier so ein das jetzt auch so das Papier zusammendrückt. Gucken, ob das hält. Ja, das hält. Das verteilen wir jetzt ein bisschen. Gut, das soll jetzt mein Hitzepack sein. Ich bereite jetzt mal draußen alles soweit vor, weil ich nicht weiß, wie das Zeug reagiert. Und dann nehme ich euch wieder mit dazu. Bis gleich. So, ich bin jetzt nach draußen gegangen. Das Ganze soll ja auch unter realen Bedingungen passieren. Ich weiß nicht, was jetzt passiert, ob überhaupt was passiert. Ich habe jetzt erstmal 100 Milliliter Wasser abgemessen. Die kommen dann gleich da drauf. Den Tisch habe ich so ein bisschen vorbereitet. Eine Pressspanplatte drauf, den alten Glasteller von der Mikrowelle und ein altes Pizzablech. Ich weiß ja nicht, ob das vielleicht durchschmort, das Styrodur. Keine Ahnung. Warm machen möchte ich dann eigentlich eine Gulaschsuppe. Einfach mal so. Um zu gucken, ob das Ding was taugt oder nicht. Werden wir jetzt mal das Wasser draufschütten und dann gucken wir mal. So, es sind jetzt genau 10.58 Uhr. Moment. Warte. Ah. So. Dann fangen wir jetzt mal an. So. Dann mal 100 Milliliter Wasser drauf. In den Videos hat das immer ein bisschen gedauert, bis da eine Reaktion kam. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt hier passiert. Oh! Geht schon los. Ha! Seht ihr das Dampfen? Dann werde ich jetzt mal direkt die Gulaschsuppe hier rein tun. Es ist jetzt genau 11 Uhr. Uhr habt ihr, glaube ich, gehört. So. Also die Reaktion ist da. Es qualmt gut, die Tüte hätte ich vielleicht zu tackern sollen. Fehler von mir, das Ding hält also nicht besonders, da diese Verpressung. Also es qualmt ganz ordentlich. Oh, das wird auch schon richtig warm. Das wird richtig heiß. Ey, Leute, das funktioniert. Das funktioniert super. Ich glaube, ich nehme mal die Kamera ein bisschen weg.
wie gesagt, 11.02 Uhr ging dann die Reaktion los. Jetzt haben wir es 11.03 Uhr, das Ding ist in vollem Gange. Ich sag mal so knappe Minute, dann geht es richtig los. Es riecht so ein bisschen nach Chemie. Aber es funktioniert. Ich warte jetzt erstmal ab. Aha. Hier geht so ein bisschen Kondenswasser an der Seite raus. Ja, da drüben auch. Boah, ist das heiß. Leck mich das weg. Da verbrennt man sich ja richtig die Pfoten. Auch hier drin tut sich einiges. Warten wir es einfach mal ab. Dann bin ich mal gespannt, wie lange die Hitzereaktion dauert. Hier mit dem geribbelten Alu aus der Alufolie. Aber das scheint zu funktionieren. Also merktet euch, mit geribbelter Alufolie könnt ihr euren Aluminiumpulvervorrat strecken. So, was ich jetzt hier sehe, das Wasser, was da jetzt rausläuft, das ist von den 100 Millilitern Wasser. Ja, schauen wir jetzt einfach mal. Gut, jetzt wird sich hier auch nicht großartig weiter was tun. Wenn es dann soweit fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Und dann gebe ich ein Fazit. Vor allen Dingen werde ich dann erstmal die Suppe probieren, ob die auch richtig heiß geworden ist. Aber ich denke mal ja. Gut, also das Experiment, die Premiere, das lässt sich also ganz gut an. Habt ihr ja gesehen, da tut sich richtig was. Und warten wir mal ab, wenn es fertig ist. Vor allen Dingen, wie sich dann das Styrodur verhält, ob das jetzt von innen angeschmolzen ist oder nicht. Laut Datenblatt soll das nur eine Temperatur von 70, 75 Grad aushalten und die Brandkalkmischung soll bis zu 90 Grad heiß werden. Warten wir es einfach mal ab. Gut, ich hole euch dann wieder dazu und dann werden wir sehen. Bis gleich. So, es ist jetzt 11.13 Uhr. Und da tut sich also immer noch eine ganze Menge. Heiß ist es. Lassen wir es noch ein bisschen drauf. Also das funktioniert. Das könnt ihr nachmachen und ich bin von dem Ding begeistert. Also man kriegt es auch selber zusammen. Gut. Ich hole euch dann wieder dazu, wenn die Reaktion vorbei ist. Und wie gesagt, jetzt habe ich gut eine Viertelstunde Temperatur gehabt. Also für was warm zu machen, reicht es auf alle Fälle. Gut, dann bis gleich. So, wir haben jetzt 11.25 Uhr, also 25 Minuten sind jetzt vergangen, seit ich das Wasser drauf gekippt habe. Ich guck mal rein. Ja, es gibt immer noch Hitze ab. Und zwar ganz gut Hitze ab. Also ich denke mal, eine halbe Stunde wird man da auf jeden Fall Temperatur haben. Jetzt gucken wir mal, wie der Gulaschsuppe geht. Kondenswasser ist drin. So, schauen wir mal.
Ja, es ist warm. Es ist nicht heiß. Ich denke mal, von der Effektivität zum Warmmachen ist das original gekaufte besser. Aber ich kriege was warm. Das funktioniert. Vielleicht muss man hier die ganze Anordnung noch ein bisschen optimieren. Aber der Grundgedanke funktioniert. Das Styrodur hält die Temperatur auch. Da brauche ich also nichts mehr drunter setzen. Das hält. Ja, Fazit. Man kann es gebrauchen draußen, wenn Waldbrandgefahr ist. Es funktioniert. Gut, die Konstruktion muss ich noch ein bisschen verbessern. Vielleicht hier noch bessere Isolation oder noch da drumherum irgendwas. Muss ich mal sehen. Aber es funktioniert. So, das war's. Ich werde jetzt erstmal mein Süppchen löffeln. Wir sehen uns beim nächsten Video. Schönen Dank fürs Anschauen. Und bleibt gesund. Tschüss.